Hallo meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Ja, so viele von euch wollten mal hören und auch wissen, was ich denn für Akasha Bowls Kristallklangschalen in meinem individuellen zusammengestellten Set spiele, ja, das ich immer spiele. Ich muss dazu sagen, ich habe wirklich drei Bowls, die konstant bleiben, schon seit einem längeren Zeitraum, und die anderen wechsle ich immer mal wieder aus. Aber ich kann euch sagen, was jetzt aktuell das ist, das ich am meisten spiele. Genau. Und zwar die drei Klangschalen, die ich immer spiele, ist zum einen die Dove Spirit mit den Kristallen im Schlegel in Cis und Gis. Also sie ist ein Cis beim Anschlagen und ein Gis dann beim Streichen. Das ist auch das Besondere an Kristallklangschalen, dass sie halt einfach manchmal mehrere Noten erzeugen, weil halt ganz viele verschiedene Frequenzen da drin sind, ja. Und eine Note ist ja auch eine Range von Frequenzen, also eine Note enthält ganz viele Frequenzen in sich, ja. Und die andere Bowl ist dann die Turtle Spirit in 5,5 Inch, und das ist ein Eis vorrangig, die Hauptfrequenzen. Und dann hier noch der Frog Spirit in 6 Inch, ein Fizz. Ne? Und die drei schlage ich eigentlich immer sehr gerne zusammen an. Hört schon super harmonisch, ist wie gesagt Cis, Eis und Fizz. Ja? Was von der Musiktheorie ja auch herpasst. Wenn ihr darüber mehr lernen wollt, dann kommt gerne mal in meine Kurse, da bespreche ich das nochmal im Detail, warum das jetzt zum Beispiel harmonisch ist und wie man dann auch so ein Set zusammenstellt. Genau, das sind so die drei Hauptklangschalen, die ich immer dabei habe. Und dann habe ich immer noch tiefe Schalen dabei. Hier jetzt aktuell das B. Das ist der Eagle Spirit in 10 Inch. Und dann noch hier, das ist die neue Klangschale, ein C ist das, und zwar in 7 Inch, das ist der Puma Spirit mit Tigerauge, Edelstein außen drauf. Genau. Ich kann das jetzt mal zusammenspielen, damit ihr das mal hört. Beispielsweise einen binauralen Beat, da nehme ich dann gerne die hier gerade aktuell. Das ist ein G, sprich, weiß man schon, G und Gis beispielsweise. Also die beiden klingen eher dissonant. Ich kann das euch auch mal natürlich zeigen, dass sich die dann natürlich dazu ganz anders anhört. Ja. Locker mit drei Klangschalen anfangen.
Das ist auch die Grundvoraussetzung für den großen Kurs, den 12-Wochen Sound Medicine Kurs beispielsweise, dass ihr drei harmonisch aufeinander abgestimmte Klangschalen habt. Und mehr braucht ihr erstmal nicht. Ihr braucht nicht wie ich. Ich spiele ja die 5, dann wie gesagt den Binauralen noch, den Kelch spiele ich auch gerne dazu. Aber dann spiele ich auch natürlich oft nicht alle gleichzeitig, sondern Kombinationen davon und weiß, welche zusammenpassen. Das ist einfach, damit man natürlich noch mehr Vielfalt kreiert, aber das braucht es gar nicht für eine gelungene Soundmeditation, die Leuten hilft, in eine tiefe Entspannung zu kommen und das Nervensystem runterzufahren. Ja? Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare und schaut euch auch gerne mal die nächsten Kurse an, die anstehenden dieses und nächstes Jahr im Sound Medicine Institute Germany, wenn ihr euch dafür interessiert, ja, das noch mal mehr im Detail zu lernen und auch euer persönliches Set zu finden. Schreibt mich da auch gerne an. Ich helfe Leuten, die Akasha Balls, die, das ist ja meine Marke, da ein personifiziertes Set für dich zu finden, das dann auch dir zugeschnitten ist und das auch niemand anderes hat. Ja, weil diese Klangschalen sind handgefertigt und deswegen ist jeder einzigartig von diesen. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt schon ganz viel Freude mit Klängen und egal, ob das jetzt der Beginn eurer Reise ist oder ob ihr schon seit Jahren dabei seid, ich kann euch sagen, es ist die beste Reise überhaupt, mit Klängen zu arbeiten, auch für sich selber oder dann auch für andere Menschen. Es ist einfach sowas unglaublich Kraftvolles und Energiegebendes und ja, Wertvolles. Ich freue mich auf jeden von euch, der es auch lernen möchte und auch weitergeben möchte oder einfach nur damit entspannen möchte und zu mehr Gleichgewicht finden möchte.